Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu dieser Folge von Silvios Woche. Heute sprechen wir darüber, warum Nikon aufgibt. Wir sprechen über Canons neue Kamera, der Superlative und welche neuen Objektive von Sigma kommen werden. Das und noch vieles mehr siehst du jetzt in dieser Folge. Viel Spaß. Gerüchten zufolge arbeitet Canon an einer 100-Megapixel-Kamera, die nächstes Jahr schon veröffentlicht werden soll. Das klingt alles schon sehr waghalsig, würde ich bald sagen, weil 100 Megapixel ist natürlich enorm viel. Bislang gibt es solche hochauflösenden Sensoren nur für den Mittelformatbereich. Das heißt, alle, die Hasselblad kennen, wissen, wovon ich spreche, oder vielleicht auch Fuji. Canon möchte mit dem Vollformat sehr wahrscheinlich 100 Megapixel knacken. Sie wären die Ersten, die das damit machen würden, wenn es in die Serie kommt. Aber interessanterweise, das ist die kleine Anekdote dazu, wurde unter Sony Alpha Rumors dazu eine Abfrage gemacht. Und zwar wollen die Sony-Fanboys auch, dass Sony eine derart Kamera gestaltet und nächstes, übernächstes Jahr vielleicht auf den Markt bringen wird. Und witzigerweise hat sich über 70% der Fangemeinde dagegen ausgesprochen. Und zwar sind sie der Meinung, dass 61 Megapixel, wie zum Beispiel bei der A7 R4 aktuell, völlig ausreichen. Der Meinung bin ich auch so ein bisschen. Und knapp über 20% meinten, yo, gib ihm 100 Megapixel, die brauchen wir unbedingt. Ich finde es ein bisschen schwierig, was dieses Megapixel nach oben Getreibe anbelangt. Zum einen sind natürlich die ISO-Leistungen der Sensoren inzwischen so gut geworden, dass auch selbst eine Canon EOS R5, wie sie hier liegt, auch wunderbar mit High ISO arbeiten kann. Und auch eine Nikon Z7 kann das auch wunderbar. Das Problem ist aber, und das bedenken viele nicht, das Handling mit den Dateien an sich auf dem Rechner oder generell was den Workflow von Verschicken von Dateien angeht. Denn da wird es dann interessant, wenn du dann über 40 Megapixel große Dateien oder dann in dem Fall 100 Megapixel große Dateien verschicken musst oder umwandeln möchtest, bearbeiten möchtest. Das braucht dann echt Ressourcen. Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Ja, das ist cool zu haben im Sinne von, ich mache Motofotografie und möchte in dieser Sparte ganz krass zuschneiden, um vielleicht die Handtasche herauszustellen vom Model oder irgendwie ein kleines Detail, aber mich würde interessieren, wie ihr das Thema findet. Seid ihr der Meinung, 100 Megapixel sind echt gut, so wie nice to have? Dann schreibt mir das gerne unter dieses Video, sagt ihr, hey komm, das muss gar nicht sein, also selbst die 61 sind schon fast zu viel und reichen im Zweifelsfall völlig aus. Lasst mir gerne einen Kommentar dazu unter diesem Video, das würde mich sehr interessieren. Nikon gibt auf, habe ich ja in diesem Titel geschrieben. Und ja, ich muss zugeben, das ist ein bisschen reißerisch formuliert, soll aber kein Clickbaiting sein, denn sie geben wirklich auf, und zwar mit der Betreuung der Spiegelreflexkameras in ihrer eigenen Sparte bis zum Jahre 2025. Das haben sie jetzt bekannt gegeben, und interessanterweise sind sie auch der Meinung, laut eigenen Erhebungen zufolge, dass bis 2025 maximal noch 4% der aktuellen User und auch der zukünftigen User dann nur noch den F-Mount wollen und benutzen werden. Und 4% ist echt wenig, wenn ich bedenke, wie viele in meinem Bekanntenkreis noch einen Nikon haben, also eine ganz normale Spiegelreflex, beispielsweise die D750, Grüße gehen raus an Erik, hat ja selbst auch noch so eine, und die sind nach wie vor mit vielen Sachen dort auch noch zufrieden und sie geht auch noch. Aber Nikon ist der Meinung, das muss dann wahrscheinlich irgendwann noch nicht mehr sein. Klar, die Zukunft gehört den Systemkameras, keine Frage. Ich finde sie ein bisschen traurig, weil ich selber habe auch gern früher meine D7100 benutzt. Auch wenn es APS-C war, war es doch eine sehr robuste und sehr schöne Kamera für mich zumindest. Aber ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt in der Zukunft, ob bis 2025 wirklich nur noch 4% das Ganze dann benutzen werden und Nikon dann sagen kann, okay, jetzt stampfen wir das Ganze ein, jetzt gibt es nur noch Systemkameras von uns. Dazu muss ich gleich noch sagen, dass Nikon in Zukunft nur noch Mittel- und Profikameras herausbringen möchte. Also Mittelklasse und Profiklasse, da gibt es schon nochmal Unterschiede, aber im Preis bedeutet das vor allen Dingen neben den großen Unterschieden auch, dass es sehr weit oben dann erst beginnt. Das heißt, alle Einsteiger, die die Fotografie kennenlernen wollen, die in der Regel zwischen 500 und 700 bis 800 Euro an Budget nur ausgeben wollen oder nur haben, die werden dann irgendwann wahrscheinlich Probleme bekommen, sich eine neue Einsteiger-Nikon-Kamera kaufen zu können. Ja, okay, jetzt könnte man sagen, die Smartphones sind inzwischen so gut, dass du damit auch schon eine ganze Menge machen kannst und sie diesen günstigeren Kameras in fast nichts nachstehen. Ich finde, technisch stimmt es aber so nicht ganz, weil du schon technisch immer noch da ein besseres Bild machst. Es ist zum einen ein größerer Sensor, gerade im APS-C-Bereich. Du hast ein bisschen mehr ISO-Performance und du kannst vor allen Dingen auch Objektive von dran machen und wechseln. Das finde ich, ist ein großer Vorteil auch für Einsteigerinnen und Einsteiger, weil du da auch ein bisschen spielen kannst. Ja? Mit 50 mm, mit einem Makro, mit einem Tele, mit einem Weitwinkel. Und das ist schon nochmal was anderes als mit dem Smartphone. Also ich lasse mich gerne überraschen, was Nikon da vorhat mit so einer Aussage. Ich finde es falsch,
das in Zukunft ausblenden zu wollen. Aber wenn Sie natürlich der Klassenprimus werden wollen, wie kennen, was die Umsatzzahlen angeht, dann ist das wahrscheinlich so der einzige Weg. Und ja, es ist auch schwierig, inzwischen guten Smartphones noch beizukommen mit vermeintlich günstigen Spiegelreflex- oder Systemkameras. Das sehe ich natürlich auch. Aber es ist für mich persönlich als Fotograf immer noch was anderes, eine Kamera in die Hand zu nehmen, als das Smartphone zu bedienen. Das muss jeder für sich wissen. Mich würde interessieren, was ihr dazu für eine Meinung habt. Schreibt mir das gern unter dieses Video. Und Sigma kommt mit neuen Gläsern und zwar jetzt schon zum 1.6.2022 auf den Markt. Gerüchten zufolge sollen sie da 3 Gläser vorstellen. Ich weiß nicht, wann du dieses Video siehst. Dementsprechend gibt es sie dann wahrscheinlich schon oder du kommst gerade zur Veröffentlichung dazu. Es sollen 2 50mm Objektive vorgestellt werden und ein 16-28 Objektiv. Bei den 50ern handelt es sich um ein 1.2 Objektiv und ein Blende 2.0 Objektiv. Bei dem 2.0er bin ich gespannt, welche preisliche Größenordnung das Ganze hat und welche Bauweise, weil Blende 2.0 bedeutet wahrscheinlich ultra kompakt und das 1.2er wird sehr wahrscheinlich das Pendant zu dem Sony oder Canon, was es schon auf dem Markt gibt, sein und da bin ich auch gespannt, zu welchem Preis das Ganze angeboten wird und ja, wie auch da die Preis- und auch die bauliche Gestaltung da vonstatten gegangen ist. Lassen wir uns überraschen, das 16-28er finde ich auch wieder sehr spannend, weil du hier wahrscheinlich ein günstigeres 2.8 Objektiv zum 16-35 bei Sony beispielsweise bekommen wirst und es könnte auch sein, dass das Ganze etwas kleiner, kompakter gebaut werden kann, weil eben nicht bis 35mm, sondern bis 28mm das Ganze nur konstruiert werden muss. Das ist auch wieder so ein spannendes Thema. Also da lassen wir uns überraschen, was Sigma auf den Markt bringen wird. Ich werde mir die Gläser auf jeden Fall mal anschauen, wenn sie da sind. Vor allen Dingen das 50mm 1.2, weil mich interessiert sehr, was Sigma da als Alternative zu Sony und Canon auf den Markt bringt. Und kommen wir zum Schluss und zwar das Feature der Woche, Hashtag Silvius Woche. Wenn du hier gern mal zu sehen sein möchtest, dann musst du nichts weiter tun, als auf Instagram mit dem Hashtag Silvius Woche dein Bild oder dein Reel markieren. Und wenn ich das dann sehe, kann ich es zum einen bei mir selbst über Instagram teilen und ich kann dich hier über meinen YouTube-Kanal auch noch featuren, indem ich das Bild zeige und wir darüber sprechen. Fangen wir an mit Albi. Albi86IL hat ein wunderschönes Foto aus Thüringen gepostet und zwar mitten auf dem Feld ein einzeln stehender Baum. Und er hat auch selbst geschrieben, dass der Baum sehr einsam dort stand an einem Feld und da nutzt er gleich ihn als Motiv. Ich finde das auch sehr schön, also gerade so ein einzeln stehender Baum finde ich sehr spannend immer als Motiv, gerade zum Sonnenaufgang oder Untergang, vielleicht wenn es so ein bisschen Nebel hat. Das hat sie gerade nicht bei ihm, schade, aber die Stimmung ist wunderschön, hat noch sehr warmes Licht abgegriffen und das Feld sieht auch wunderschön aus davor. Also tolle Arbeit von dir, Albi, Grüße gehen raus. Kommen wir zu dem zweiten und zwar Vincent Seifert. Er hat ein Foto vom Residenzschloss in Dresden gemacht. Das ist eine Langzeitbelichtung und zwar zur Dämmerung und hier auch wunderschön zur blauen Stunde abgegriffen mit der Straßenbeleuchtung. Es gibt noch kleine Sonnensterne oder Lichtsterne, wenn man so mag, hier bei den Laternen und man sieht auch die Langzeitbelichtung, in dem die Straßenbahn durchgefahren ist. Gefällt mir sehr gut, dass man die Straßenbahn noch sieht, weil das gibt dem Ganzen noch ein bisschen Dynamik, so ein bisschen Drive in das Bild rein, dass du nicht nur eine Langzeitbelichtung hast zur blauen Stunde, sondern auch noch ein Fahrzeug oder ein Objekt, was sich bewegt. Finde ich sehr gut, ist dir wirklich gut gelungen. Mir gefällt auch der Kontrast vom blauen Himmel zu der Straßenbeleuchtung. Es ist auch sehr, sehr schön. Jetzt hättest du vielleicht ein bisschen Orange noch mehr machen können, die Straßenbeleuchtung, dass der Kontrast noch ein bisschen mehr rauskommt. Und im Himmel hätte ich vielleicht ein bisschen die Lichter wieder aufgezogen. Die hätte ich vielleicht nicht ganz so weit nach unten gezogen, weil im Himmel sieht es so aus, als ob die Lichter sehr weit nach unten gedreht wurden. Aber das ist wieder eine Frage des Geschmacks, wie du es persönlich haben möchtest. Ich finde das Foto ist trotz allem sehr gut, also du kannst dich auf jeden Fall darüber freuen. Und zum Schluss kommen wir noch zu Banks on Tour. Er hat schon des Öfteren Bilder markiert zum Hashtag Silvius Woche und er hat auch hier wieder ein wunderschönes Motiv herausgesucht. Und zwar, ich vermute mal, zum Sonnenuntergang eine Mühle. Und er hat hier die Sony A7 III benutzt mit dem Tamron 70-180mm Blende 1.8 bei Blende 8.0, also wahrscheinlich vom Stativ aus fotografiert, behaupte ich mal. Und auch eine sehr schöne Lichtstimmung wieder drin, also hier wunderschön mit den Orange- und Gelbtönen hier im Vordergrund und im Hintergrund. Also sehr schön, sehr aufgeräumt, das Bild auch schön aufgeteilt, dass die Mühle auf der rechten Seite zu sehen ist, gefällt mir sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch auch an dich für dieses schöne Bild. Ja, wenn dir dieses Format hier gefällt, Silvius Woche, dann like auf jeden Fall dieses Video, lass mir ein Abonnement hier und mach die Glocke an, damit du kein Video mehr verpasst. Und ich würde sagen, vielen Dank an alle fürs Zuschauen für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!